hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Snowboard Kids. Und wir machen weiter mit dem Nightway. Was? Mit dem Nightway? Night Highway, mein Gott. Ich würde, naja, egal. Gut. Fangen wir mal an. Alpine. Mit unserem tollen Levelboard. Aufgelevelten Board. Ich kann heute nicht sprechen, das ist unfassbar. Ah, die zwei Tusen machen mit, das ist scheiße. Go! Ja! Scheiße, Kackstart. Okay. Das ist natürlich schon wieder Mist. Machen wir. Nein! Ah, leck mich doch am Arsch! Es ist schon wieder hier zum Scheitern verurteilt, ey. Die Drecksäue. Schmeißen die genau dahinter einen Stein. Das ist ja unfassbar. Jo. Das kostet ja auch zum Glück kein bisschen Zeit, hier runter zu sausen. Also von daher. So. Starkes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, toll, doofe Nuss. Da liegt ein Stein. Das sollte man lassen, vielleicht. Man sollte es lassen. Da sind denn auch schon wieder. Es ist echt schwierig. Ja, klasse. So. Ich komme ja auch nicht vorwärts. Da hat wieder irgend so eine Sau hinter den Kasten einen Stein gelegt. Ah, kack doch die Wand an, ey. Und die kommen so schön um die Kurven rum. Guck dir das an. Und ich komme nicht mal in diesen langsamen Gang herum. Der erste ist schon wieder durch die Schranke durch. Da fällt ja auch nichts mehr zu ein, ne? Ach ja, so. Mal gucken. Ich komm hier nicht um diese Kackkurve rum. Leck mich doch am. An der Tasche hier. Ja, meine Abkürzung, wa? Dass nicht meine Abkürzung großartig ist, weil. Ich krieg immer nur die scheiß Geister. Ja, warum auch nicht, wa? Oh, diese Schlucht, die macht mich wahnsinnig. Finde ich gut? Warum? Du gehst jetzt auch in Abgang, genau wie ich. Ich weiß gar nicht, warum habe ich denn jetzt geschossen? Ah! Der hat einen Schneemann geschossen. Das ist so scheiße, dass du nicht vernünftig lenken kannst. So. Leck mich doch an der Tasche, ey. Eine Runde geht's dann noch. So, die kugelt
erstmal runter. Und natürlich fahre ich wieder gegen die Wand. Echt nicht normal. Was macht sie denn da? Guck mal, wo der eine da schon ist. Das ist ja unfassbar. Er hat auch nicht große Konkurrenz hier mit mir. Ich komme hier auch nicht um diese Kurve rum. Ah, Gott. Scheiß Steuerung, echt, ey. Da. Das ist sowieso schon immer eine Bahn gewesen, die ich gehasst habe. Ohne Ende. Ja, natürlich! Der ist schon lange im Ziel, das ist ja unfassbar. Ach, Kacke. Na, immer noch 100 Taler abgesammelt hier. Oh, meine Güte nochmal, ey, das ist so ätzend. Da fällt ja auch nichts mehr zu ein, ne? Bleibst du sprachlos. Warum schießt sie denn schon in der Luft? Dran vorbeigesaust. Ja, man hat sie noch die Kiste gekriegt. Oh, das ist so scheiße. Unfassbar ist es, unfassbar. Ja, das war total schlecht. So, dann machen wir jetzt die vorletzte Bahn. Ready? Go! Das ging ja gar nicht. Der. Das fängt ja schon wieder gut an. La, 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 la. Tatsächlich in Wirklichkeit so, dass manche Snowboarder echt auf so Plastikmatten trainieren. Aber das hilft mir ja nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn ich hier die Kurven nicht kriege. Das ist so scheiße. Und das kostet ja auch alles Zeit, ne? La-di-da-da-da.
Die Abkürzung kenne ich noch. Ob es mir was bringt, das ist die andere Frage. Vor allen Dingen so, wenn ich so fahre, auf gar keinen Fall. Da hat ja einer einen Stein hintergeschmissen. Das ist unfassbar. Das brauche ich mir hier gar nicht. Hör auf zu schießen, du schleimscheißerige Kuh, du. Bin froh, dass ich halbwegs um die Kurven komme. La da 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 da. Abgedrängelt. Oh Gott, nee. Ich kann mich gar nicht daran entsinnen, dass da der Hubschrauber immer rumgeflogen ist. Na, was war das? Ich fahr mal geradeaus. Ich weiß zwar nicht, ob mir das hier was bringt, aber mein Gott. Wahrscheinlich nicht, weil ich hier in den Scheißschlucht falle. Wenn die Steuerung funktionieren würde, wahrscheinlich mehr wie das andere. Ich komme hier nicht vorwärts. Das ist unfassbar. Der Dicke, der fährt hier rum. Ja, das war zu früh abgesprungen, wenn überhaupt abgesprungen. Ja, warum kriege ich einen Propeller? Was hat... Was? Also... Vor allen Dingen hier auf dieser Strecke brauche ich mir doch hier keinen Propeller anmachen. Das ist ja wohl Quatsch. Da finde ich das hier schon wesentlich effektiver. So, jetzt fahr doch, du Schleimscheißer. Oh, Kacke. La-di-da-di-du. Wenn du hier nicht voll in Fahrt bist. Kacke, fahr doch. Da bleibt kein Auge trocken hier bei der Scheiße. Und wieder nichts geworden hier. Vor allen Dingen. Hauptsache Geld machen. Vierter Platz. Der Dicke fährt da vorne rum, wie als wenn er noch nie was anderes gemacht hätte. Und ich komme nicht um die Kurven rum. Da kannst du nichts machen. Am Arsch, Scheißstein. Oh, was macht der?
Ja, klasse. Dankeschön. Immer drum gekommen. Und den ersten brauchen wir sowieso eigentlich nie mal versuchen einzuholen. Das wird nichts. Vielleicht werden wir wesentlich noch Dritter oder so. Warum macht er immer diese scheiß Drehung? Es ist scheiße, echt scheiße. Also wäre diese Steuerung ein bisschen... So, die Maus verdoppelt den Geldbetrag. Was mir aber nicht wirklich was bringt jetzt, ne? Ja, das bringt mir auch viel hier. Ah! Und mit Karacho in den Bach. Jawoll! ich bin so schlecht. Ah! Da fällt dir nichts mehr zu ein, ey. Dritter. So eben gerade. Das nennt sich schon ins Ziel gesaust oder noch nicht? Doch. Das kann aber auch nur ganz knapp gewesen sein. Können wir eigentlich noch irgendwas an Boards kaufen? Welcome. Nur. Oh, tatsächlich. 22.000. Come again. Das bringt mir jetzt ja nichts. So, dann wollen wir mal die geilste Strecke spielen, die es hier in diesem ganzen Spiel gibt. Oh, hoffentlich kann ich die noch. Alpine. Disneyland. Ready? Go! Boah, ich komme hier nicht weg, glaubst du es? Hier gibt es auch wieder so schöne viele Kurven. Übrigens. Aber scheinbar... Ach, ist das schön. Das hat man lange nicht gesehen. Oh. So, jetzt kriegen sie nochmal einen Deckel auf den Kopf. Nee, Geist. Ja, okay. Hier ist auch wieder so eine Scheißkante. Und jedes Mal war damals auch schon so. Einmal da rein war nix. Also irgendwann hatte ich es dann raus, aber jetzt hier mit dieser Steuerung wird das noch nicht so recht was. Meine ich. So, jetzt kommen diese komischen tanzenden Tassen hier. Da musst du dann auch erstmal raus haben, wie du jetzt hier fährst. Jetzt kommen wir in den Dino-Park. Mein Daumen, den kann ich, glaube ich, abschrauben und einen neuen ran montieren. Ja, pff, mein Gott. Ja, jawoll. Oh Gott, warum drücke ich denn da schon drauf? Ich war wieder in der Hoffnung, dass das wieder so eine Tellermine ist.
Oh, mein Daumen. So, hier kommst du wieder ganz beschissen raus. Obwohl... Ah, das ist fast akzeptabel. War auch nur fast. Ich krieg jetzt wieder was von hinten auf den Kopf, war ja klar. Ich krieg ja auch gar keine Kohle. Irgendwie, ich weiß gar nicht. Ja, hau doch noch einen drauf, da. Alter, Scheißkuh. Kann ich auch. Ich habe keine Knete. Oh, das gibt's nicht. Es gibt hiervon übrigens noch einen zweiten Teil. Weiß ich noch nicht, ob ich den auch noch mal versuche, weil den habe ich damals auch noch nie gespielt. Wusste gar nicht, dass es hiervon einen zweiten Teil gibt. Dankeschön, Pute. Glaub's hackt. Dich will ich haben. Jawohl. Und der Fettsack ist schon wieder im Ziel. Das ist doch nicht zu fassen. Ah! Jetzt steht diese Kacktasse da auch noch mitten im Wege. Das ist die beste Abkürzung, die es in dem ganzen Spiel gibt. Wenn er nicht einen Stein gelegen hätte. Ich fahre mir hier einen zurecht, ey. Ich war damals gar nicht so schlecht in dem Spiel. Die Steuerung. Die Steuerung. Und die sind da schon wieder gleich am Anfang, ey. Das ist so scheiße mit der Scheißsteuerung. Ich schwöre. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr das früher auch mal gespielt habt. Ob das mit der Steuerung bei euch auch so scheiße war. Also, ich kann mich daran entsinnen, dass das mitunter bei den Controllern von der N64 damals auch nicht so besser war. Also, die Steuerung ist extremst scheiße. Klasse. Oh, weißt du, der grüne Bot da fährt die ganze Zeit davor. Hauptsache Trick machen, ne? Oh, nee, oder? So, den grünen, den können wir sowieso nicht mehr. Was soll denn das? Dämliche Kuh. Das ist doch wieder. Da machst du nichts. Wenn du sitzt, wenn du falsch schlitterst, dann kommst du da nicht mehr weg. Auch mal ein Trick, wie ich da am besten durchfahren konnte, aber das wird wohl ja auch nicht mehr wie Platz 4 werden. Vielleicht noch Platz 3, wenn ich sie noch gleich am Anfang.
aber ich krieg jetzt auch wieder einen auf den Kopf. Aber warum denn Eisklötze? Oh, das war mal knappig. Vor allen Dingen hier in diese scheiß Kurven, weißt du? Ah, das riecht mich auf. La la la. Wo stehen da Kühe? Ach, die Kühe. Ja, das kannst du natürlich vergessen. Wenn du da einen Fehler hast, dann hast du da einen Fehler und dann kannst du es vergessen. So, das war erstmal ein bisschen Let's Play Nintendo 64. Tja, bis zum nächsten Mal, sag ich mal, ne? Tschüss!